Guten Tag, ich bin die Margot Rothweiler, Schauspielerin und ich vertrete Sonne für Schattenkinder. Das ist eine noch kleine Stiftung mit einem großen Anliegen für sozial benachteiligte Kinder. Und dabei helfen mir ganz tolle Kollegen aus dem Bereich Synchron und Hörbuch, Bühne, Film und Fernsehen. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast, der außerdem auch noch ein Buch geschrieben hat und Moderator ist. Und aus diesem Buch gibt er uns eine sehr witzige Kostprobe. Ich sage nur, ohne Fleiß kein Preis. Und hier ist Klaus-Peter Grab. Hallo, ich muss mich etwas beeilen, denn ich darf gleich noch ins Synchronstudio und dort einem amerikanischen Schauspieler meine Stimme leihen. Nun denken viele, ach, synchron sprechen ist doch einfach. Alle Leute sagen zu mir, ich habe auch eine interessante, tolle Stimme. Ich spreche auch schon von klein auf. Da sagt man doch bloß so ein paar Sätze. Ganz so einfach ist es nicht. Ich möchte euch eine Szene vorlesen aus dem Buch Flatsch, ich war mal prominent. Darin geht es um Peter Sander, einen großen Fernsehstar, der in einer Fernsehshow leider der falschen Person die falschen Fragen stellt und damit seine Karriere ruiniert. Was kann er jetzt noch machen? Eine Freundin sagt zu ihm, komm doch mal mit mir mit ins Synchronstudio. Ja, und da landet er dann auch. Schon am nächsten Tag konnte ich mal mit ins Studio kommen. Selbstverständlich holte ich Cornelia ab. Obwohl es gar nicht um mich ging, war ich ziemlich nervös. Wie würde man mir begegnen? Ich zog einen Anzug an und war damit mehr als overdressed. Alle anderen waren recht schlampig gekleidet. Waren die alle so arm oder sparten sie sich die gute Kleidung fürs Tageslicht auf? In den Studios gab es weder Fenster noch eine großartige Beleuchtung. Nur der Bildschirm flimmerte und eine Funzel brannte über den Textbüchern. Ich sah in die Dunkelkammern der Eindeutschung. Cornelia stellte mich allen namentlich vor. Ich drückte mehrere Hände, konnte mir die Namen eh nicht merken und setzte mich auf einen Stuhl und hoffte, nicht weiter aufzufallen. Als es mal eine Aufnahmepause gab, übte Cornelia, die ihre Aufgabe routiniert meisterte, mit mir, wobei ich ihren Text sprach. Es war gar nicht so schwierig, den Text zu sprechen, aber es war wahnsinnig schwierig, dabei die Mundbewegungen der Originalschauspieler zu treffen. Damit ich üben konnte, war der Tonmeister so nett, eine kurze Filmsequenz immer wieder abzuspielen. Erst beim fünften Versuch gelang es mir halbwegs. Wenn Mutter Oberin es befehlen, dann kehre ich zurück in meine Kammer, passgerecht aufzusagen. Aus dem Regieraum lachte es. Und man ließ mich wissen, dass im Nebenstudio möglicherweise ein Take für mich einzusprechen wäre, wenn ich denn interessiert sei. Früher hatte ich insgeheim immer gehofft, ich würde mal als prominente Stimme für irgendeinen Disney-Blockbuster engagiert. Und nun freute ich mich über einen einzigen Satz. Da bist du ja, wurde ich gleich geduzt. Ab ans Mikro. Take 5, 498. Raunte mir die Cutterin zu. Ich schlug in Buch 5 den zu sprechenden Take auf. Da stand ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Der Take lief schon auf dem Fernseher. Die Cutterin machte den Originalton an und ich hörte ihr Tuna-Sandwich, Sergeant Smith. 4 Worte, leicht zu merken. Der Take kam erneut und ich sprach sofort zum Bild. Irgendwie war ich noch lang nicht fertig, als der Take schon zu Ende war. Und Aufnahme. Ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Nochmal mit Schmackes, ertönte es aus dem Regieraum. Ihr Thunfisch-Sandwich, Smith. Entschuldigung. Schamesröte stieg mir ins Gesicht. Die Cutterin flüsterte, kürzer, als hätte ich mein Versagen nicht selbst bemerkt. Ihr Thunfisch-Sandwich. Jetzt aber hörte ich den Regisseur bemüht aufmunternd. Ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith, hatte ich tatsächlich Bitch gesagt. Gleich auf Umschnitt und kürzer, belehrte mich die Cutterin. Ihr Thunfisch-Sandwich, Lieutenant Smith. Ich war stolz auf mich. Herr Sander,
Plötzlich wurde der Regisseur förmlich. Herr Sander, es handelt sich um einen Sergeant, nicht um einen Lieutenant. Bitte sprechen Sie doch das, was im Buch steht. Ich schaff das schon. Thunfisch-Sandwich-Sergeant Smith. Jetzt weniger besoffen und denken Sie an das TH am Ende. Keine 5 Minuten später war der Satz aufgenommen. Die Cutterin gab ein »Kann man mit arbeiten« von sich und ich war entlassen. Cornelia wartete schon bang vorm Studio. Und wie war's? Ein Sprecher, 4 Worte, 8 Silben, 20 Aufnahmen. Muss ich mehr sagen? Ja, und das ist eben so schwierig im Synchron. Wir müssen oft viel schneller sein im deutschen Text, als wir es im Originaltext hören. Sagt mal, probiert's mal. Ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Es gibt auch andere Klippen. Mir fällt es zum Beispiel schwer zu sagen, Dinge, die die DDR betreffen. Oder wenn es heißt, in der Küche. Nein, nicht die in der Küche, sondern in der Küche. Wenn man aber ganz schnell spricht, kann das schon mal verschleifen. Und eine entzückende Kollegin von mir musste wirklich mal sagen, ich trage Boxershorts statt Slips zur schicken Stretch-Jeans. Und das mitten zwischen anderen Sätzen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft sie das wiederholen musste. Probiert's doch einmal. Ich trage Boxershorts statt Slips zur schicken Stretch-Jeans. Versucht's.